Was geht ab, Freunde und Supporter? Euer Zop am Chat für euch mit einer weiteren Folge zu Assassin's Creed 3 Remastered. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dickes Dankeschön an der Stelle erstmal an die aktiven Supporter, die die letzten beiden Folgen bewertet haben und kommentiert haben, gerade auch zu den Fragen, die ich gestellt habe. Und ich feiere das, wenn ihr euch so beteiligt. Deswegen will ich an dieser Stelle nochmal eine Frage. Wir haben ohne Ende Fragen. Ich habe ohne Ende Fragen. Wenn ihr Bock habt, ich kann gerne jede Folge eine stellen. Falls ihr Bock habt auf das Projekt, bewerten nicht vergessen. Ihr wisst Bescheid, Unterstützung ist gefragt. Und die Frage der Folge, bevor wir jetzt losstarten, weil die werden ja direkt weiterlabern. Welchen Assassinen findet ihr am coolsten? Welchen Assassinen findet ihr am coolsten? Wen feiert ihr am meisten? Bei mir ist klar, die meisten wissen es, Ezio. Also der ist so weit vorne vor allen anderen. Obwohl soweit nicht. Ist schon ein, zwei Stufen schon. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber es gibt so viele geile. Und wen feiert ihr am meisten? Ich habe echt auch in den ersten Parts gesehen, in dem ersten Part, dass viele tatsächlich richtig krass Assassin's Creed 3 feiern. Dementsprechend wahrscheinlich auch Connor. Und ja, Freunde, ansonsten Videobeschreibung natürlich auch abchecken. Twitter, Instagram, Twitch. Genug gelabert. So, let's go, Freunde. Ihr kommt im Auftrag von Edward Braddock, oder nicht? Ah, aber er ist noch nicht in Amerika und ich dachte, nun, so lange bis er kommt. Ich dachte... Ja, heraus damit. Vergib mir, Sir. Ich hatte gehofft, dass ihr mich unterrichtet. Wenn ich dem Orden dienen soll, kann ich mir wirklich keinen besseren Mentor vorstellen. Hallo, Sir. Das ist sehr nett von euch. Aber ich glaube, ihr überschätzt mich. Unmöglich, Sir. Hier entlang. Kopf nix nochmal. Also, die Optik ist schon ganz gut, oder? Dieb! Haltet den Dieb! Das ist so ein Lappen, Alter. Direkt gestolpert, 2 Meter weiter. Und jetzt läuft er ganz normal weiter. Ach ja, also... KI und so, wa? Boston ist eine lebhafte Stadt. Egal, ist nicht schlimm. Es gibt alles Mögliche zu sehen und zu tun. Wenn ihr eingewöhnt seid, solltet ihr euch Zeit nehmen und die Straßen ablaufen. Wer weiß, welche Möglichkeiten ihr entdeckt. Einen Moment, ich muss etwas besorgen, bevor es an die Arbeit geht. Ich besorge Pferde, während ihr das tut. Ein Gemischtwarenhandel finden. Er rastet voll aus, er stößt jeden weg. Alter, miese Schelle ins Gesicht gegeben, juckt ihn überhaupt gar nicht. Schnell, schnell, schnell. Also die Optik haben sie schon ganz gut verbessert, muss man schon sagen. Das fällt einem schon auf. Hey, was ist denn jetzt los? Was ist denn los mit ihm? Warum ist er so aggressiv? Was war das hier nochmal mit dem Brief? Weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, was es mit dem Brief war. Verdammte Schnösel, diese Stadt wird nochmal mein Tod sein. Ihr scheint erregt, mein Freund. Weil ich es bin. Sehr, um genau zu sein. Was ist denn? Ich wurde beraubt. Gebinde und Ordner und... Obwohl ich bereits alles zurück habe, fürchte ich, es ist ruiniert. Ihr meint das Buch? Das ist kein ordinäres Buch. Es ist ein Almanach. Der erste, den ich schrieb. Benjamin Franklin ist mir eine Ehre. Haytham Kenway. Ihr seid sicher neu in Boston. Warum sagt ihr das? Ihr besitzt immer noch Anstand. Haltet an und helft einem alten Rüpel wie mir. Ich will euch nicht bedrängen, aber ihr scheint recht agil zu sein. Wenn ihr meine fehlenden Seiten finden solltet, belohne ich euch. Seht, ich bin nicht sicher, ob... Schon gut, schon gut. Falls ihr Zeit dazu habt, hurra. Falls nicht, auch nicht schlimm. Im jetzigen Zustand ist es ohnehin nutzlos. Doch solltet ihr es schaffen, es wieder herzurichten, werdet ihr mich bei dem Händler dort drüben finden. Nun, das war interessant. Einfach mal Benjamin Franklin getroffen, ne? So schnell kann's gehen. Ah, hallo. Willkommen. Willkommen. Ein Schwert und eine Pistole kaufen. Okay. Normales Schwert. Und Steinschlosspistole. Hm.
Ich frage mich gerade, warum das Kaufmenü so Animus-mäßig aussieht. Wisst ihr, was ich meine? Also diese Optik halt, gerade wenn man das gekauft hat in diesem Menü, warum das so Animus-mäßig aussieht, weil wir kaufen das ja als Haven und er wird das ja nicht so sehen eigentlich. Wisst ihr, was ich meine? Haben die sich dabei wahrscheinlich haben die sich dabei überhaupt nichts gedacht. So, ist mir nur selber gerade aufgefallen. Hab ich. Ich hab doch ausgewählt. Hä? So, hab ich doch. So, jetzt. Haben wir es jetzt? Ja, okay. Hört her! So. In der Kolonie Pennsylvania kam es zu einem Feuergefecht. Lieutenant Colonel George Washington trifft mit seinen Truppen. Wir reiten zur Green Dragon Tavern. Die Besitzer sind exzentrisch. Doch die Zimmer sind geräumig und man stellt dort keine Fragen. Wurde euch gesagt, warum ich nach Boston gekommen bin? Nein. Master Birch sagte, ich bräuchte nicht mehr zu wissen, als ihr mir sagt. Er schickte eine Namensliste und bat mich dafür zu sorgen, dass ihr sie findet. Und hattet ihr schon Erfolg damit? Ah, William Johnson erwartet uns schon in Green Dragon. Wie gut kennt ihr ihn? Nicht gut, aber er sah das Zeichen des Ordens und zögerte nicht zu kommen. Beweist mir eure Loyalität und ich weihe euch in meine Pläne ein. Nichts wäre mir lieber, Sir. Mann, ey, Haven ist schon, ey, ich, ja, wie gesagt, er ist ja ein Templer, ich feiere ihn trotzdem. Ich finde Haven so cool irgendwie. Das liegt aber wahrscheinlich auch viel an der Synchro. Es ist halt einfach. Daniel Craig's deutsche Synchronstimme ist halt einfach krass. Saufnase? Was hat die gesagt? Alles klar. Ach, Mission beendet. Jawohl, Junge. Hast du gesehen? So krass bin ich halt. Einfach die Mission beenden. Du Lügner, betrügender, nichtsnutziger Schweinehund! Kommen wir vielleicht ungelegen? Oh, seid nicht albern, meine Lieben. Setzt euch bitte. Wollt ihr etwas essen? Einen Drink vielleicht? Oder braucht ihr ein Nachtlager? Wir haben schon Zimmer bestellt. Oh, ja, natürlich. Die Herren Lee und Kenway, nicht wahr? Ich lasse euer Gepäck nach oben bringen. Benötigt ihr sonst noch irgendetwas? Nur Ruhe. Hier lang. Was war das denn jetzt schon wieder? Es ist also... So, manche Animationen. Ein Vergnügen. Guter Junge. Vielleicht ein wenig ernst. Ich hörte, dass ihr eine Expedition zusammenstellt. Wir vermuten eine Stätte der Vorläufer in der Region. Mit eurem Wissen über das Land und seine Bewohner könnte ich sie finden. Leider wurden meine Forschungen gestohlen. Ohne sie kann ich euch nicht helfen. Dann finden wir sie. Habt ihr eine Spur? Mein Partner, Thomas Hickey, hat sich schon umgehört. Er versteht's gut, Zungen zu lockern. Dann sagt mir, wo ich ihn finde. Und ich werde die Dinge beschleunigen. Es gibt Gerüchte über Banditen, die südwestlich von hier ihre Basis haben. Dort solltet ihr ihn finden. Charles? Sir? Wir brechen auf. Natürlich. Alles klar, Charles. Komm mit. Oh, warte. Wir können mit dem Lava noch. Nee, mit dem hier. Hallo. Oder ist das Sprechersymbol unten vielleicht auf der Minimap? Steht da einer? Nee. Hä? Diese... Ach, egal, scheiße. Dann nicht. Dann nicht. Nee, ist oben. Aber keine Ahnung. Ich war doch direkt neben ihm.
egal. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. War das schon immer so, dass wir direkt wie ganz woanders spawnen und es da weitergeht? Johnstons Botengang. Okay, alles klar. Thomas Hickey? Wer will das wissen? Haven Kenway. Müsste ich euch denn kennen, hä? Zeig etwas Respekt, Bursche. Ruhig, Charles. William Johnston schickte uns in der Hoffnung, eure Suche zu beschleunigen. Braucht keine Beschleunigung. Und auch nichts von eurer feinen Londoner Art, danke. Ich habe die Diebe längst gefunden. Warum hängt ihr dann faul hier rum? Ich überlege, wie ich die Halunken klein kriege. Ich habe eine Idee. Lasst hören. Ich töte den Ausguck und beziehe Stellung hinter den Wachen. Ihr beiden kommt von vorne. Sobald ich das Feuer eröffne, stürmt ihr rein. Damit haben wir das Überraschungsmoment. Die Hälfte wird fallen, bevor sie merken, was geschehen ist. Geht in Position, aber wartet, bis ich den ersten Schuss abgebe. Okay, ich sollte mit Feuerwaffen eliminieren. Ich überlege, ob ich... gut, wenn es einfach... Hallo? Ich kann mich nicht bewegen. What the fuck? What the fuck? Ich kann mich nicht bewegen, Alter. Warum geht der denn in den... Junge, Junge. Geht das jetzt schon los, oder was? Jetzt schon los? Okay. What the fuck? Ihr zwei, haut ab! Nein, Junge. Die Steuerung ist so ungewohnt, Alter. Die Steuerung ist so ungewohnt. Lass mir noch welche übrig! So viel zum Überraschungsmoment. Verstärkung! Ja, Junge, ich muss das doch machen, ey. Na, ich muss es nicht, aber. Ich will's machen. Geh weg, Jens! Weg von mir! Lad nach, Haven! Schneller! Da sind 18 Leute hinter dir, Junge! Lad mal nach! Boah, die Steuerung, Alter. Komm her jetzt. Oh, und daneben geballert. Ich will das machen jetzt, Freunde. Sorry. Wenn ich das direkt schon im normalen Spiel mitnehmen kann, warum nicht? Weißt du, warum nicht? Haben die mich schon vergessen? Oh. Zurück! Wir haben schon gepackt, zurück, oder was? Zurück, drin sind wir sicher! Rennen wir sicher! Los, zurück, zurück! Damit können wir das Tor sprengen. Na los, schieß drauf! Alles klar. Die Vorstellung geht weiter. Okay, wartet mal, Jungs. Geht mal weg hier. Kann ich das wieder mitnehmen? Waffe aufheben? Boah, Junge. Ohne Scheiß. Super ungewohnt. Super ungewohnt alles. Wir waren wohl doch nicht so sicher da drin. Das ist doch nur die Schatulle, die ich plündern muss. Warum schieße ich da drauf, Junge? Keine Ahnung. Man weiß nicht so genau. Legt die Waffen nieder und ich lasse euch vielleicht am Leben. Dasselbe Angebot mache ich euch. Von euch will ich nichts. Nur diese Kiste dem rechtmäßigen Eigentümer zurückgeben. An Mr. Johnston ist nichts rechtmäßig. Ich frage nicht noch einmal. Verstanden. Thank you.
Wie lange lädt er nach, Alter? So. Ob ich das noch schaffe vorne? Na, ich weiß ja nicht. Ihr habt keine Verwendung für Bücher und Karten. Wer hat euch beauftragt? Ich habe keinen gesehen. Hab immer nur anonyme Briefe erhalten. Aber sie zahlen gut, also erledigen wir es. Nun, diese Tage sind vorbei. Richtet das euren Auftraggebern aus. Was sage ich, wer ihr seid? Sagt nichts. Sie wissen es. Hey, Fam. Der hier hat noch Munition. Die solltet ihr besser mitnehmen. Eure Pistole ist ja schließlich leer. Alles klar. Dann zurück zum Green Dragon. Ich brauche einen Drink. Ah, schade. Ah, nee, es geht noch weiter. Oder? Ja, es geht noch weiter. Okay. Let's go. Vorsicht, die Herren. Gesellschaft. Passt auf die Truhe auf, Charles. Wir kümmern uns um die Garner. Nein, nein, scheiße, ich hab das Nachladen unterbrochen. Alles noch gut, Freunde. Alles noch gut. Komm mit. Die Leichen haben sicher auch Taschen. Wäre doch eine Schande, da nicht reinzuschauen. Seid ihr verrückt? Falls ihr es vergessen habt, wir haben etwas zu tun. Ach, was müsst ihr mir noch immer den Spaß verderben? Gut, gut, gut. Alles bisher nach Plan. Zeigt euch doch. Komm, wir wissen, dass ihr jetzt gleich auftaucht. Lad nach, lad nach, lad nach. Einen Schuss noch, einen Schuss noch. Komm, 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 komm. Jetzt hau... Jetzt sag mal, lässt du mich mal in Ruhe, Junge? Geh mal weg jetzt hier. So. Alles klar, das hätten wir. Habt ihr alle erledigt, Jungs? Kiste? Hä? Wer ballert denn da noch? Ach so. Ich kann mich schon wieder... Ich kann mich wieder nicht bewegen, Freunde. What the fuck, Alter? Was ist hier los? Junge, wie ich das vermisst habe, Alter. Einfach mit der versteckten Klinge die kleinen Pisse abstechen hier, Alter. Darf man das überhaupt sagen? Ich sag's einfach. Okay. Ich verstehe nicht, warum ich manchmal nicht laufen kann, man. Keine Ahnung. So, warte mal, ich laufe mal ein bisschen vor, damit ich die schon mal wegmachen kann. Oh shit, sind es viele. Voll! Das gute alte Kombo töten! Jawoll, Alter! Oh, ihr kleinen Pisser da oben! Ich komm dir da hoch, ey! Bam! Abgestochen! Er kriegt gar nichts von seiner Umwelt mit, ist auch sofort tot! Junge, die KI, Alter! Die KI, nein, nein, nicht da hochklettern, nicht da hochklettern. Die kriegen auch nichts mit, Junge. Ja, du hast mich trotzdem... Wie hat er mich getroffen, Alter? Der kriegt gar nichts mit. Das war dann... Boah, wird die... Alter, die Musik ist so unfassbar... Moment mal, ich muss sie mal kurz ein bisschen leiser machen. Die wird ja so krass laut. Also da, Freunde, also Story und Charaktere und so weiter, ja, finde ich auf jeden Fall Assassin's Creed 3 sehr, sehr nice, aber man sieht jetzt hier gerade so an der Steuerung der alten Teile, das habe ich auch schon bei Dingens gemerkt,
bei SS Stroke. Es ist wirklich, also von der mal abgesehen von, nicht von der Kletter- und Laufsteuerung, wie gesagt, da fand ich der Unity ganz geil eigentlich, aber so gerade das Kämpfen ist Origins ordentlich so viel besser. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da gefällt mir die Entwicklung auch extremst gut. Auch das Rollenspiel-Ding und so, ja, aber das ist eine Grundsatzdiskussion. Es ist jetzt vielleicht, da müsste ich so viel labern über das Grundsätzliche, die Entwicklung von Assassin's Creed und so weiter. Mr. Johnson muss nach all dem schon mehr Geld abdrücken, wenn er möchte, dass ich bei ihm bleibe. Aber das Kämpfen, alles, das ist schon deutlich smoother in Odyssey. Das macht auch mehr Spaß als hier. Weil das sind halt diese Kettenkombos. Einmal bist du im Move drinnen und dann kannst du einfach einen nach dem anderen abstechen. Master Kettenkombo. Ist halt auch ein bisschen. Nun, sagt mir, was ihr benötigt. Die Bilder auf diesem Amulett, kommen sie euch bekannt vor? Habt ihr so etwas vielleicht bei einem der Stämme gesehen? Es scheint von den Kanyen Kehaka zu sein. Könnt ihr es einem bestimmten Ort zuordnen? Ich muss wissen, wo es herkam. Mit meinen Forschungen vielleicht. Mal sehen, was ich tun kann. Thomas. Was? Mietet euch ein Zimmer. Und gönnt euch ein Bad. Wir werden wohl eine Weile hier sein. Wieder 100%. Ja, Freunde, wenn es so im Möglichen ist, denke ich, werde ich versuchen, das gleich mitzunehmen, ja. Also, dass ich da 100% schaffe. Aber es gibt keine Garantie. Keine Garantie dafür. So, kann ich jetzt vielleicht mit dem... ich muss auf die rechte Seite, dann kann ich mit ihm reden. Okay. Da gibt's nichts. In Irland geboren, katholische Eltern... Und ich merkte schnell, dass man damit keine großen Chancen hat. Also wurde ich Protestant und reiste auf Geheiß meines Onkels hierher. Doch ich fürchte, mein Onkel Peter war nicht der klügste Kopf. Er wollte mit den Kanyen Kahaka Geschäfte machen, doch er hat sein Haus lieber fernab der Handelsroute gebaut und nicht auf ihr. Ich wies ihn natürlich darauf hin, aber... wie gesagt, nicht der klügste. Also nahm ich all mein Geld zusammen und kaufte mein eigenes bisschen Land. Ich baute eine Farm, ein Geschäft und eine Mühle. Zwar sehr bescheiden, aber in guter Lage. Und das macht den Unterschied. So machtet ihr Bekanntschaft mit dem Mohawk. In der Tat. Und eine äußerst wertvolle dazu. Doch keiner eurer Kontakte kennt eine Stätte der Vorläufer? Kein versteckter Tempel oder antike Bauten? Ja und nein. Das soll heißen, sie wissen von diversen heiligen Orten. Erdhügel, Waldlichtungen, Höhlen. Doch keiner passt auf eure Beschreibung. Aber nichts aus Metall und kein Leuchten. Sie liegt also gut versteckt. Sogar für sie scheint es. Ärgert euch nicht, Freund. Ihr bekommt euren Schatz der Vorläufer. Versprochen. Dann auf unseren Erfolg. Auf baldigen. Jawohl, Jungs. Jawohl. Kann man mit dem jetzt auch nochmal reden hier? Gibt's was? Was mein Sir flüstert. Nichts Handfestes momentan. Ich weiß, ihr interessiert euch für ungewöhnliche Dinge. Wie alte Tempel und Geister und Geschichten aus grauer Vorzeit. Aber bis jetzt haben meine Jungs nichts aufgeschnappt. Keine Gegenstände oder Artefakte, die durch euren Schwarzmarkt wandern? Nichts Neues. Ein paar alte Waffen, etwas Schmuck, jedoch nur gemeines Diebesgut. Ich sollte ja auf Gerede über Leuchten, Summen und Vision achten, oder? Und davon ist nichts zu hören. Bleib dran. Oh, werde ich. Ihr habt mir sehr geholfen, Mister. Und diese Schuld werde ich begleichen. Dreifach, wenn es sein muss. Danke euch, Thomas. Ein Schlafplatz und etwas zu essen ist Dank genug. Sorgt euch nicht. Ich werde schon etwas finden. Okay. Ich kann noch mal mit ihm reden? Sollte nicht mehr lange dauern.
Achso, okay. Gut, Freunde, ich würde sagen, bevor wir dann die nächste Mission antreten, falls ihr denn Bock habt, machen wir erstmal Schluss hier, ja? Also, Freunde, Frage der Folge. Was ist euer Lieblingsassassine? Schreibt es gerne in die Kommentare, beteiligt euch. Wie gesagt, ich feiere das wirklich sehr, dass ihr euch da bei so Fragen beteiligt. Ich sag's ja immer wieder, ohne, es ist ja einfach so. Wenn es um Assassin's Creed geht oder ich so Fragen stelle, so simple Fragen, da beteiligen sich so viele Leute. Es macht echt Spaß. Und würde mich natürlich freuen, wenn es so weitergeht. Vergesst auch nicht zu bewerten, wenn ihr mehr sehen wollt. Unterstützung ist trotzdem natürlich gefragt. Checkt die Videobeschreibung auch ab. Wenn ihr Bock habt, Twitter, Instagram, Twitch, könnt ihr mir gerne kostenlos folgen, auch dabei zu sein, so. Und ansonsten hört man sich beim nächsten Mal, wenn ihr Bock habt. Also, das war's. Haut rein. Tschüss.